Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video beim Sunshine Ossi. Ja, mein letztes Video zu dem Update, ne, mit der Story von EEL Battery hat ja doch ganz schöne Wellen geschlagen. Das habe ich fast befürchtet. Deswegen habe ich auch wirklich lange überlegt, ob ich das Video in dieser Art und Weise bringe. Das ist eine sehr brisante Angelegenheit, ne, eine sehr heikle Sache, auch für EEL Battery. Das sind nicht hunderte Zellen, die halt verkauft werden von denen, sondern die verkaufen halt wirklich tausende Zellen. Ja, und wie brisant das ist, kann man ganz einfach daran erkennen. Ich habe das Video gepostet und nicht mal eine Stunde nachdem das Video online war, hatte ich von EEL Battery 5 Nachrichten bei mir im Briefkasten bei Alibaba. Und da ist dann die Kommunikation in die Richtung hingewandert. Von anfangs lösche dein Video, wir haben dir Ersatzzellen geschickt. Zu einer Äußerung, wenn du nicht zufrieden bist, dann schick doch bitte diese Zellen zurück. Ne? Alles supi wunderbar und wunderschön. Und ja, das Angebot von EEL Battery habe ich abgelehnt. Warum? Erzähle ich euch in einem der nächsten Videos, sonst wird das hier zu lange dauern. Ich werde mir die Zellen noch etwas genauer angucken. Da kommen noch andere Videos dazu. Bleibt auf jeden Fall dran. Wird spannend. Ja, und dass das halt kein Einzelfall ist bei mir mit den Zellen. Wie halt EEL Battery anfangs behauptet hat, hat mir auch der liebe Matthias bestätigt. Ne, der hat ja einen YouTube-Kanal Energie und Hobby, macht sehr gute, interessante Videos, sehr interessante Inhalte, schaue ich mir gerne an. Und der hat mir das auch bestätigt, ne, dass da wo mal eine mangelhafte Charge war, die sollte eigentlich längst zurückgerufen sein. Und er ist halt auch verwundert, dass halt immer noch solche Zellen verkauft werden mit diesen zu schwachen Laserschweißungen. Ja, und dass ich halt kein Einzelfall bin, kann ich euch hier auch nochmal kurz zeigen. Ja, ich kriege natürlich jetzt die letzten Tage immer mehr Bilder, immer mehr E-Mails und Nachrichten. Nur mal zwei Beispiele. Einmal der liebe Carsten, danke für das Bild, Carsten. Bei dem ist halt das Problem, dass er halt Risse hat, ne? Neben den Schweißnähten an den Terminals. Ist dann halt auch die Frage, ne? Wie lange hält das, wie stabil ist das, wie sicher ist das. Und dann mal noch ein Beispiel vom lieben Andreas. Danke für deine Bilder, Andreas. Der hat auch 16 Zellen gekauft bei EEL Battery und bei denen sind zwei Terminals abgerissen. Na, also ihr seht, das ist wirklich kein Einzelfall. Das liegt an dieser mangelhaften Schweißung und halt auch am Anzugsdrehmoment, leider Gottes. Und darauf möchte ich heute mal etwas eingehen. Na, diese verschiedenen Terminals und halt das Anzugsdrehmoment. Ja, und was halt auch noch ein Thema ist, ne, ist halt dieses Terminal von diesen EVE-Zellen von EEL an sich, weil, wie ihr hier seht, da ist nur das Gewinde in das Anschlussterminal geschnitten. Und viele haben ja jetzt schon Nachrichten geschrieben, Kommentare und Bilder geschickt. Ne, bei diesen Originalzellen von EVE direkt oder von Encon sind dort halt sogenannte Gewindecoils, ne, so Edelstahl-Gewindeeinsätze reingeschraubt. Das ist bei diesen EVE-Zellen nicht so. Ja, und ich habe da ja auch EEL Battery drauf angesprochen, aber die sind der Meinung, das sind halt wirklich originale Anschlussterminals von EVE. Ob das jetzt so ist, weiß ich nicht. Aber ich habe halt viele Bilder gesehen, wo halt Edelstahl-Gewindeeinsätze drin sind. Ja, und wie ihr seht, habe ich hier mal was vorbereitet. Da zeige ich euch mal noch kurz verschiedene Terminals. Ne? Und dass eigentlich das Anzugsdrehmoment von 6 Newtonmeter kein Problem ist, wenn die Zellen halt ordentlich geschweißt sind. Ja, wo fangen wir am besten mal an? Fangen wir am besten hier mal an. Muss ich mal schauen, wie ich das jetzt filme. Das kriege ich schon irgendwie hin. Und zwar haben wir ja hier diesen T-Griffschrauber mit 6 Newtonmeter. Na, seht ihr ja. Und ja, hier haben wir mal eine 300er Kattelzelle mit Gewindebolzen. Mit relativ kleiner Kontaktfläche. Wenn ich da jetzt anziehe, passiert nichts. Ne? Dann habe ich hier eine 300er EVE-Zelle mit diesem Gewinde, nochmal mit diesem Gewindeloch, ne, wo man halt eine Schraube reinmacht. Passiert auch nichts. Dann haben wir hier eine 300er Kattelzelle, ebenfalls mit demselben Terminal, ne, wo man dann eine Schraube reinmacht. Ja, und hier haben wir eine 280er Kalbzelle. Da ist mir leider mein Beschriftungsband ausgegangen.
Das war der letzte Block, den wir zusammengebaut hatten. Der hat schon eine etwas größere Kontaktfläche, wie ihr seht. Und auch bei dem kein Problem. Anziehen, fertig. Ja, bei den Zellen, ne, das sind die 200er Kalbzellen, diese Industriezellen mit M8-Gewinde. Ja, das brauche ich euch nicht zu zeigen. Da kann sich jeder denken, dass die das Anzugsdrehmoment aushalten. Und dann haben wir hier natürlich noch, ne, dieses Doppelterminal von diesen EVE-Zellen von EL Battery. Na, das lassen wir lieber. So. Ja, und hier nochmal ein kleiner Block zum Thema halt, ne, anschließend dieser Kabel- und Zellverbinder. Das sind jetzt 125 Amperestunden Kalbzellen. Da habe ich ja so einen kleinen Block gebaut. Ne, da baue ich gerade ein anderes JK-Inverter-BMS drauf. Und hier habe ich jetzt auch einfach mal drei Muttern draufgeschraubt. Und dann ziehe ich die mal kurz an. Also ihr seht, kein Problem, 6 Newtonmeter. Was allerdings ein Problem ist, bei 6 Newtonmeter kann es halt passieren, dass halt das trotzdem nicht ganz fest ist. Ne? Also der ist jetzt mit 6 Newtonmeter angezogen. Und ihr seht, da bewegt sich immer noch etwas. Also ich bevorzuge da eher eine andere Methode. Also ich nehme nicht diese Zahnkranzmuttern, die eigentlich mit dabei sind, sondern ich mache es so, das seht ihr hier mal an dem Anschlusskabel vom Pluspol der Batterie. Ich mache da eine Karosseriescheibe drauf, dann einen Federring und dann eine Mutter. Das finde ich persönlich besser. Ne? Und wenn ich da anziehe und am Kabel wackel, das ist bombenfest. Ne? Besser als diese Zahnkranzmuttern. Also ihr seht, wenn diese Terminals ordentlich geschweißt sind, ne, egal ob jetzt Gewindestift oder Gewindebuchse, dann halten diese Anschlussterminals ohne Probleme das Drehmoment aus. Ja, und das ist halt bei meinen Zellen leider nicht der Fall. Ich werde aber trotzdem mal schauen, wie es mit den Zellen weitergeht, ob wir den Block irgendwie zusammengebaut kriegen. So viel mal zu den Terminals, ne, zu dem Anzugsdrehmoment. Also ihr seht, wenn das alles ordentlich verarbeitet ist, ist das gar kein Problem. Ja, das soll es gewesen sein für dieses kleine Video. Na, mal schauen, was dann als nächstes kommt. Na, diese ganze Story mit EL Battery hat ja meine ganze Planung auch ganz schön durcheinander gebracht. Sind ja momentan noch beim Umbau der Inselanlage auf 48 Volt und Speicherausbau. Und der Block hier sollte ja eigentlich schon seit 2, 3 Wochen laufen. Na, das hat jetzt wirklich alles komplett über den Haufen geworfen. Also bleibt weiter dran, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und seid gespannt auf die nächsten Videos beim Sunshine Aussie.